Viele Menschen in Köln verbinden mit Oberländer ein leckeres Brot. Tatsächlich ist dieses Roggenmischbrot heute als Kölner Brotspezialität bekannt, obwohl es eigentlich aus den rheinischen Oberlanden stammt. Im 19. Jahrhundert soll während eines Bäckerstreiks der Kölner Rat Brot aus Neuwied, Koblenz und Andernach importiert haben. Das schmeckte den Kölnern wohl so gut, dass es hier nachgebacken wurde. Mit Oberländer ist aber auch und vor allem ein Schiffstyp gemeint. Köln war im Mittelalter Handelsmetropole. Die großen Segelschiffe, die von der Nordsee flussaufwärts bis nach Köln kamen, waren aber für die Weiterfahrt nach Süden nicht geeignet. So wurden hier in Köln alle Waren umgeladen auf die Oberländer, die manövrierfähiger und für die schwierigen Stromverhältnisse an Ober- und Mittelrhein besser geeignet waren. Flussabwärts trieben diese Schiffe mit der Strömung und wurden mit Hilfe von Senkrudern gesteuert. Über kurze Distanzen konnte auch gerudert werden. Flussaufwärts wurden die Oberländer getreidelt, also meist von Pferden, an Leinen gezogen. Die alten Treidelwege entlang des Ufers gibt es teilweise heute noch, oft unter der Bezeichnung Leinpfad. In Köln gibt es diese Wege sowohl linksrheinisch wie den Rotenkirchener Leinpfad, als auch rechtsrheinisch wie hier in Poll.